Moin, liebe Kreuzfahrtfreunde, hier ist der Alex aus dem Heimathafen. Ich darf wieder herzlich willkommen sagen zum Cruise Alert diese Woche. Jede Woche gibt es ja ein paar News von mir aus dem Heimathafen. Auch dieses Mal ist wieder die Woche sehr, sehr schnell vergangen. Und zwar, wo soll ich am besten anfangen? Als allererstes fangen wir mal damit an, dass wir dem Wolfi zum Geburtstag gratulieren. Lieber Wolfgang, alles Gute zu deinem heutigen 266. Geburtstag. Ja, Wolfgang Amadeus Mozart hat heute Geburtstag. Oder hätte, oder, ja, wer weiß. Vielleicht feierst du wieder da oben. Also von uns allen aus Salzburg, alles Gute. Du hast hier ganz schön was durcheinander gebracht. Hättest du auch nicht vorstellen können. Aber gut, mein Lieber, das dazu sind wir fast schon wieder durch mit den Glückwünschen. Denn es geht jetzt richtig nach vorne. Und zwar mit den Infos zu den Reedereien für die Zukunft. Bevor ich die Specials verrate, die ich diese Woche immer mal wieder so in den Gesprächen mit den Gästen rausgekramt habe und vor allen Dingen auch drüber gestolpert bin, weil bei manchen Sachen, muss ich ehrlich sagen, da war ich sehr überrascht. Dazu gleich mehr. Vorab gibt es erstmal die Infos für die aktuellen Reisen. Wir machen wieder weiter. Beim letzten Mal habe ich ja drüber gesprochen, die Mein Schiff 2 in der Karibik. Da gab es ja die Absagen bis zum 28. Jetzt sind auch die Reisen vom 28. betroffen gewesen. Ja, was soll ich sagen? Die morgen starten sollten, die fallen aus. Und zwar gibt es immer noch ein paar positive Corona-Fälle innerhalb der Crew. Die macht es natürlich dann unmöglich, dass die Gäste wieder an Bord kommen können. Also, da braucht es noch ein paar Tage. Aber die Kollegen von TUI Cruises sind da sehr, sehr optimistisch. Ich habe mit denen telefoniert die Woche und das hat sich soweit sehr gut angehört. Die haben jetzt ein bisschen was organisiert. Und zwar die Gäste, die natürlich abgesagt wurden, haben die Chance, umzubuchen. Das haben auch einige Gäste bei uns im Heimathafen genutzt. Und zwar haben die umgebucht einfach auf März, haben noch 10% Rabatt bekommen auf die Reise und somit sind sie auch zufrieden. Momentan ist man ja relativ flexibel mit dem Urlaub. Ich sag mal, der eine oder der andere, nicht alle. Aber man kann sich ja auf Arbeit noch ein bisschen das klären. Der Arbeitgeber ist natürlich froh, wenn sie da sind und nicht in Quarantäne sind. Und somit, ja, würde ich sagen, alle, die dies nutzen können, viel, viel Spaß. Ich sehe das sehr, sehr optimistisch für März, denn jetzt haben sie alles runtergefahren und sind guter Dinge, dass sie wieder loslegen können. Aber eine Änderung gibt es bei der Mein Schiff in der Karibik. Und zwar betrifft das die Reisen, die ab Barbados starten sollten. Also so eine Reise in der Karibik, das ist ja bei AIDA und TUI ist ziemlich gleich. Die starten ja entweder in La Romana bei einer 14-Tages-Reise oder auf Barbados. Das liegt einfach daran, dass sie zwei Wechselhäfen haben, damit sie die Gäste auch alle aufs Schiff bringen. Weil es sind einfach zu viele Gäste, um die in einem Hafen in der Karibik mit Charterflügen von links nach rechts zu fliegen. Da ja in der Pandemie es ja momentan so ist, dass sowieso die Schiffe nicht die volle Auslastung haben, ist jetzt diese Änderung organisatorisch nicht ganz so dramatisch für TUI Cruises, aber es hat natürlich drastische Folgen für alle Gäste, die auf Barbados aufsteigen wollten. Denn Barbados fällt aus als Hafen und somit auch als Wechselhafen. Das bedeutet, die Gäste, die zum Beispiel individuell nach Barbados reisen wollten, um dort meinetwegen individuelle Flüge zu nutzen, haben wir auch Gäste, die ab Salzburg fliegen über Frankfurt direkt Barbados, die haben jetzt eigentlich das Problem, dass die Mein Schiff sie nicht mitnimmt, beziehungsweise sie fahren dann nach Barbados. In der Regel ist es so, dass die Umbuchung relativ kompliziert ist, denn die Fluggesellschaften haben meistens einen Vollstorno drauf. Wir sind jetzt aber dabei, das Ganze natürlich irgendwie ganz geschmeidig hinzubekommen. Ich habe da mehrere Möglichkeiten. Die eine ist natürlich auch mal bei TUI anzuklopfen und zu fragen, na Leute, wie sieht's aus? Das ist aber natürlich immer auf Kulanzbasis. TUI macht das jetzt folgendermaßen, und zwar die Gäste, die jetzt Lust haben, die Reise ab La Romana zu starten, die können sehr gerne umbuchen. Und zwar, wer das An- und Abreisepaket mit TUI gebucht hat, der kann umbuchen auf La Romana. Die Reise geht dann 2-3 Tage früher los, respektive später. Das kommt ganz auf den Routenverlauf drauf an. Und die können das aber tun. Alle werden natürlich gesondert darüber informiert und die kriegen die Infos natürlich auch bei uns im Heimathafen. Also anrufen, einfach überhaupt gar kein Problem. Das sollte möglich sein. Dann habe ich noch bei TUI Cruises noch was anderes. Und zwar habe ich da noch eine Info gekriegt, die Reisen jetzt auf den Kanaren für die Gäste, die ab Salzburg fliegen, habe ich ja schon angekündigt, Februar ist der Flugplan verändert worden, dass sie von Salzburg aus auf die Kanaren fliegen. Da sieht das jetzt so aus, dass die Flüge für März bestätigt aussehen. Also man ist sehr optimistisch, dass dort von Salzburg aus direkt nach Las Palmas geflogen werden kann. Somit meine Info für alle, locker bleiben, entspannt bleiben
und gleich gespannt sein, was ich zu den Kanaren noch zu sagen habe. Da habe ich noch eine Kleinigkeit im Petto für alle. Dann habe ich noch was anderes. Ich gucke mal kurz auf meinen Spickzettel. Ich habe nämlich noch mal was aufgeschrieben. Ich habe noch eine Info für alle AIDA-Freunde. Ja, da war nämlich eine ganze Menge los diese Woche. Und zwar was genau? Dann, nachdem ja AIDA Luna für die Karibik abgesagt wurde und einige Gäste jetzt umgebucht wurden auf die Diva zum Beispiel in der Karibik oder AIDA Perla, hat man jetzt bei AIDA noch eine andere Info rausgegeben. Und zwar AIDA Mira verlässt die Flotte. Das bedeutet nicht nur, dass es ein Schiff weniger gibt bei AIDA, das ehemalige Costa-Schiff, was ja umgebaut wurde. Was, Mira ist ja gar nicht richtig gefahren, also ein bisschen. Und gab eigentlich auch nur Stress. Ich persönlich bin total froh, dass das Schiff raus ist aus der Flotte, weil, das ist ja wieder so ein bisschen meine Meinung, ne? Ich habe ja nun viele Kollegen noch an Bord, mit denen ich mich austausche. Ich habe auch viele Kollegen gesprochen, die das Schiff umgebaut haben. Das war nicht so das Gelbe vom Ei, liebe Gäste. Also das war, wie soll ich das sagen? Wenn man Lieblingsschuhe hat und man tritt in Hundescheiße, dann läuft man ja trotzdem weiter. Aber es ist halt irgendwie, es ist halt nicht das Gleiche. Es ist halt nicht das AIDA-Konzept. Es ist aber nur meine persönliche Meinung. Es gab einige, die ich gesprochen habe, die gesagt haben, super Schiff. Ist auch früher mal ein super Schiff gewesen unter einem anderen Konzept. Aber ich bin froh, dass das Schiff jetzt raus ist. Das Einzige, was man jetzt beachten muss, ist, die Reisen, die geplant waren mit AIDA Mira, die werden natürlich jetzt so nicht stattfinden können. Das heißt, man kann umbuchen. Zum Beispiel auf AIDA Blue kann man umbuchen. Die fährt ja in der Ägäis und die fährt natürlich auch ein bisschen hoch dann nach Dubrovnik zum Beispiel oder Korfu. Da kann man also, wenn man Lust hat, umbuchen drauf oder auf ein anderes Schiff, was im Mittelmeer unterwegs ist, AIDA Stella zum Beispiel. Es gibt aus meiner Sicht noch eine andere Sache, die ganz interessant ist. Und zwar dadurch, dass ja AIDA Mira jetzt die Flotte verlässt, haben wir noch zwei Schiffe in dieser Kara-Klasse übrig. Das bedeutet AIDA Vita und AIDA Aura. Da gibt es jetzt die Information zu, dass die beiden Schiffe für den Sommer geplant sind, also für die Selection-Reisen. Da darf man gespannt sein, rund um England und dann geht es auch hoch im Norden. Das werden tolle Reisen werden, also da auf jeden Fall mal reinschauen, als Tipp, wer gerne mit kleinen Schiffen fährt. Und der andere Tipp ist, denn dieses Selection-Programm, was AIDA aufgelegt hat, also mit besonderen Routen, ein bisschen längeren Liegezeiten und dann auch ein bisschen spezieller an Bord, dass man so ganz klein bisschen Selection, ein bisschen ausgewählt hat das Ganze. Und dort soll jetzt es so sein, dass zum Beispiel auch in dieses Selection-Programm AIDA Blume dazukommt und AIDA Sol. Das werden also spezielle Reisen, darf man auch gespannt sein. Also da ist einiges momentan los bei AIDA und es lohnt sich da ein bisschen das Ohr auf die Schiene zu legen. Aber ich werde euch sowieso über alles informieren. Dann gibt es von mir jetzt ganz schnell nochmal einen runden Abschluss und zwar mit einem absoluten Tipp. Ich glaube, oh, die Nase juckt heute, ich glaube, die Reedereien drehen durch. Warum? Es gibt Angebote momentan. Also ich wollte den Kanal ja nicht machen, um hier Sonderangebote zu machen, aber in der aktuellen Situation, die sind Wahnsinn. Also da ist es teurer, zu Hause zu bleiben, aus meiner Sicht. Aber ich habe hier nichts zu sagen. Aus meiner Sicht ist das fast besser, wenn man unterwegs ist. Und zwar als Beispiel, mal so ein Teaser. Ich habe jetzt Gäste gehabt, die haben bei mir gebucht, die Kanaren. So, die sind gekommen und haben gesagt, okay, Alex, wir würden ganz gerne raus, raus, raus. Kanaren, am liebsten Azoren. So, Azoren habe ich nachgeschaut. Da haben wir die Mein Schiff 3 zum Beispiel, fährt da jetzt. Februar, März rum, wer da Lust drauf hat. Azoren, 7 Tage, inklusive Flug, ab Mein Schiff, 7,99, Freunde. Hier, auf Schiff ab Teneriffa. 2 Seetage, dann 2 Tage Azoren, dann 2 Seetage und wieder zurück. Mehr ist nicht drin. Inklusive Flug. 7,99. Aufpreis Außenkabine, 50 Euro. Aufpreis Balkonkabine, 150 Euro. Bedeutet, unterm Strich fährt man hier für unter 1.000 Euro pro Person, inklusive Flug in der Balkonkabine, all inclusive, 7 Tage in Urlaub. Jetzt mal Maske hin oder Maske her. Aber das ist ein Knaller. Vor allen Dingen für die gerne mal das Konzept ausprobieren wollen und vor allen Dingen die bis jetzt immer gesagt haben, na, das ist mir vielleicht dann doch ein bisschen zu teuer. Das ist auf jeden Fall lohnenswert, sich anzuschauen. Mein absoluter Tipp, probiert es gerne mal aus, ruft uns gerne dazu an. Die Reise gibt es auch in Kombination mit den Kanaren, wo man Madeira noch mit anfährt, auf 14-Tage-Basis, liegt man pro Person bei 1.899 Euro, inklusive Flug. Also da fällt mir gar nicht mehr so viel zu ein, außer nix wie weg.
macht es. Woanders ist es genauso spannend. Und zwar bei dem Thema AIDA-Reisen. Habe ich auch noch einen Burner für euch. Also, was habe ich da? Kanaren genauso. Ich habe es mal so verglichen miteinander. Ne? Da habe ich die Kanaren zum Beispiel gefunden mit AIDA Nova. Also Schiff-Destination, da ist viel los. Momentan fahren die so mit 2.500 bis maximal 3.000 Gästen. Das Schiff ist für 6.000 ausgelegt. Und dort kann man momentan auch einen richtig guten Schnapper machen. Und zwar in der Vario Balkonkabine. Aufgepasst, Ohren gespitzt. Zahlt man 1.798 Euro inklusive Flug für zwei Personen. Es ist ja Wahnsinn. Also da lohnt es sich wirklich mal genau hinzuschauen. Und wer Lust hat, es ist auf jeden Fall ein Hammerangebot. So, liebe Freunde. Und jetzt kommt noch was ganz Spezielles. Das Maß der Dinge im Kreuzfahrtbereich wird ja vom Berlitz-Katalog auch immer so ein bisschen ausgewählt und kategorisiert. Dann gewinnt man der in dieser Kategorie und mal der. Aber Spitzenreiter, overall, muss man sagen, ist der Hapag-Lloyd, was das Passagierplatzverhältnis an Bord angeht. Also wie viel Gäste sind für ein Crewmitglied, also ein Crewmitglied auf den Gast gerechnet. Bei guten Reedereien, die im Luxussegment unterwegs sind, ist das Verhältnis immer so 1:1. Bei Reedereien, die dann ein klein bisschen günstiger sind, ist es 1:2, 1:3. Bei den großen Systemkreuzfahrten wie MSC und Costa ist es zum Teil 1:4. Also, hier ist es jetzt so, dass ich was Spezielles habe, und zwar das Sommerhoch 2. Das ist so ein spezielles Angebotsding von Hapag-Lloyd. Total cool. Für die Europa und Europa 2. Und dort, nur mal so als Teaser, wenn man mal Lust hat, Fjordwelt oder sowas, ne? Fjorde ringsrum fahren, da geht das los bei 5.190 Euro pro Person für 10 Tage, Europa 2. Also das Maß der Dinge kann man dort erleben. Wer da neugierig geworden jetzt ist, ich habe hier noch ein paar andere Routen, die fahren ja natürlich nicht im Kreis, sondern die fahren natürlich immer auch mal jede Route woanders. Und da fahren die zum Beispiel von den Fjorden dann ins Mittelmeer, dann sind die mit Liverpool nach Lissabon zum Beispiel eine tolle Route. Und da liegen wir überall so zwischen 4.690 und 5.300 Euro pro Person. Auch ein absoluter Knaller und eine Empfehlung von mir. Ja, soweit so gut. Wir sind fleißig. Wir haben noch viele gute Ideen für die Woche. Ansonsten ist die Woche auch schon fast rum. Ich werde euch das nächste Woche am Donnerstag mal berichten, was wir so exotisch momentan buchen. Das ist auch ganz interessant. Zum Beispiel auf dem Fluss in Vietnam. Mehr möchte ich nicht verraten. Da sind wir momentan für Gäste gerade dabei, was richtig Tolles zu planen. Würde ich euch gerne mal zeigen. Und bleibt neugierig. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt und ihr bis jetzt durchgehalten habt, macht gerne euch unten euren Haken hin, setzt die Glocke, schreibt was Nettes oder schreibt einfach nur liebe Grüße. Ich grüße euch jedenfalls herzlich aus Salzburg, Paris, Athen. Auf Wiedersehen, bis nächsten Donnerstag.